geiles Spielzeug. Yeah! Airtime! Moin, ihr Kicks, und herzlich willkommen zurück bei Chris-tainment. Heute mit einem weiteren Set aus der Playmobil Stunt Show, die 70550. Der zweite Monster Truck, der Hai. Oder der Sharky. Der Hai ist heute bei uns. Das zweite Mobil aus der Serie. Das erste war ja schon richtig mega. Das sind ebenfalls andere Farben. Ich denke mal, das ist der gleiche Truck. Allerdings mit anderen Anbauteilen und natürlich einer anderen Farbgebung und anderen Drucken drauf. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, beziehungsweise das erste Auto, schaut mal gerne hier in der Videobeschreibung, also Videobeschreibung oder in der Infobox, da seht ihr dann das Video. Ja, die Box. Das ist die Box von vorne. Kann man schon einiges drauf erkennen. Hinten habt ihr auch andere Sets, nicht alle, aber eine große Auswahl an anderen Sets und was ihr damit alles machen könnt. Also da ist schon einiges, was ihr mit diesem Teil hinkriegen könnt. Und was da alles drin ist, gucken wir uns jetzt an. Wir fangen an, das Chassis ist natürlich noch mit dabei. Dann haben wir den Fahrer. Wir haben hier Anleitung und Aufkleber. Das ist Anbauteil, das ist die Federung mit unten drunter. Oh, da ist was dabei, was beim anderen nicht dabei ist. Hier sind auch Anbauteile dabei, hier sind die Reifen und das Dachstück mit der Haifischflosse oder beziehungsweise die Abdeckung hinten. Und was in dem anderen nicht dabei ist, ein Auto. Also, was davon übrig ist. Das finde ich sehr cool. Ihr kennt das ja, wenn wir beim Monster Truck fahren, werden ja Autos platt gemacht. Und das ist eben so ein schönes Auto dafür. Das finde ich geil. Das ist da drin. Das baue ich jetzt zusammen. Und danach schauen wir uns das alles im Detailvideo an. Das hat sich gereimt. Wollte ich gar nicht. Verrückt. Bis gleich. Der Fahrer vom Shark Monster Truck hat einen richtig krassen Helm. Guckt euch mal den Helm an. Ein Fisch mit offenem Maul. Sieht aus wie ein bisschen wie so ein Anglerfisch, sieht er aus. Prinz hinten hat er keine. Gelbe Stiefel vorne auf der Brust hat er Prinz, an den Seiten von den Armen und natürlich die Hose ist gedruckt. Er hat ein Stoppelbärtchen. Und als Zubehör hat er hier ein Megafon dabei. Und natürlich auch Handschuhe, also Schutzhandschuhe. Die sind auch mit im Set enthalten. Aber am herausragendsten oder am auffälligsten finde ich wirklich den Helm. Der sieht richtig nice aus. Das Visier könnt ihr auch nicht hoch machen. Das ist fest eingesteckt. Also es ist so, wie es jetzt ist. Ist er fest. Den könnt ihr nicht bewegen. Das ist das Zubehör, was bei dem Set dabei ist. Ein kaputtes Autowrack mit zwei Stickern. Die Nummernschilder sind Aufkleber. Die anderen Sachen, die gelb-schwarzen Sachen, die ihr da seht, die sind gedruckt tatsächlich. Aber das finde ich schon sehr cool. Und was auch sehr schön ist, damit ihr damit spielen könnt oder es aufbauen könnt und es nicht wegrutscht, wenn ihr mit dem Monster Truck darüber springt, hat es auf der Unterseite Gummipropfen. Dass es nicht wegrutschen kann. Das finde ich schon sehr cool. Also ein richtig schön verdelltes Autowrack. Sehr passend. Richtig cooles Beiwerk. Finde ich sehr klasse. Hier haben wir jetzt den Monster Truck, den Hai. Warum er Hai heißt, seht ihr von vorne auf jeden Fall direkt. Wegen dem richtig krassen Maul und den Flossen. Vorne auf dem Dach. Und hinten die Schwanzflosse. An den Seiten, was ihr da seht, das sind Drucke. Also richtig schön komplett einmal lang. Das ist ein Druck. Motorhaube ist auch ein Druck. Der einzige Sticker ist oben auf der Rückseite. Das zeige ich euch jetzt mal eben schnell. So, das hier ist ein Aufkleber. Und das hier alles ist gedruckt. Die Finn, natürlich hier das rote, natürlich auch. Wenn ihr seht, der Wagen hier hat ein anderes Fenster. Hier habt ihr so ein Gitter, das ihr einsetzen müsst. Also ein Schutzgitter. Finde ich auch sehr gut. Und eben die Front ist super. Dieses Haimaul. Echt klasse. Selbe Prinzip mit der Federung. Hier sind die Federn eben gelb gehalten. Also wirklich könnt ihr einiges wieder mit rausholen. Und ihr könnt natürlich auch das Dach abnehmen. Ihr müsst den Fahrer reinsetzen. Das Dach ist zweigeteilt. Ihr habt einmal das Teil. Das könnt ihr abnehmen. Und wenn ihr wollen würdet, könnt ihr auch das hintere Teil abnehmen. So, dann habt ihr einen ganz normalen Pickup-Truck, wo ihr auch die Klappe hinten aufmachen könnt. Und schon könnt ihr euren Fahrer in den Vierersitz einsetzen und losdüsen. 70 55 0, der Hai.
oder Sharky. Geiles Design, finde ich richtig cool. Die Augen, die Zähne vorne, die Flosse und die Schwanzflosse hinten. Richtig, richtig cooles Design. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Bei diesem Set haben wir drei Aufkleber dabei. Einmal der hier hinten ist ein großer Aufkleber und die beiden Nummernschilder für das Schrottauto. Sonst ist alles komplett wieder gedruckt. Also das ist schon echt ein guter Schnitt, finde ich jedenfalls. Ich mag das Set, ich finde es einfach mega gut. Auch die Stopper, die hier dabei sind. Ihr habt ja sie so, gezeigt habe, diese kleinen Gummistopper hier unten drunter, damit das nicht wegrutscht. Auch sehr intelligent gelöst. Finde ich sehr schön. Ich mag die Sets richtig. Ich mag die wirklich gerne. Wir haben hier ein paar Unterschiede zum anderen. Wir haben jetzt hier natürlich in der Windschutzscheibe haben wir so ein kleines Gitter drin. Das hat der andere nicht. Und das Witzige ist, die haben die Farben getauscht. Wenn ihr euch erinnert, der Bull oder der Stier hatte rote Stoßdämpfer. Die sind hier gelb. Und die Aufhängung war gelb. Dafür ist die hier rot. Also sind sie genau einmal umgedreht. Aber ihr könnt auch wunderbar hier an der Flosse das Auto festhalten und rumfahren. Das hält auch einiges aus. Also die Federung ist richtig gut. Das haben sie echt, echt gut hingekriegt. Sehr schön. Also da wird man auf jeden Fall eine Menge Spaß haben an Karambolagen und an kleinen Stuntfahrten. Ich bin auf die anderen Sets gespannt, die kleineren, die jetzt noch kommen. Da sind ja auch noch ein Auto dabei, ein paar Motorräder. Das wird richtig gut. Was sagt ihr zu den Sets? Tut mir leid, ich bin echt begeistert. Ich finde das super. Ich finde das echt klasse. Lasst mir gerne die Kommentare da, wenn es möglich ist. Ich muss mal schauen, ob das jetzt wieder ein kindergeflecktes Video ist. Wenn dem so ist, wisst ihr, wie es läuft. Ich habe bei Instagram auch ein Foto von dem Video hier gepostet. Da könnt ihr gerne darunter posten, wie ihr dieses Set findet. Ansonsten freue ich mich, dass ihr da wart. Lasst gerne noch ein Däumchen da, damit ich weiß, dass das Video gut angekommen ist. Und gerne auch ein Abo, damit der Kanal ein bisschen größer wird. Vielen Dank dafür und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, entspanntes Tschüssikowski und stay nerdy, ihr Kekse.